Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte mit euch heute eine oft gefragte Frage klären. Und zwar, wie mein Werdegang war, wie ich überhaupt zum Tätowieren gekommen bin. Und genau das machen wir heute. Ich bin der Pierre vom Tattoo Studio Ink Area. Ja, ihr Lieben, ich könnte euch jetzt natürlich erzählen, boah, ja, ich habe schon immer gemalt und fand ich alles total toll. Und dann war für mich die Passion, Tätowierer zu werden, unabdingbar. Ich konnte gar nichts anderes. Leider ist die Realität nicht so gewesen. Bei mir war das so komplett anders. Im Grunde genommen wollte ich gar kein Tätowierer werden. Aber wieso manchmal oder ja, wie es manchmal so ist, man selber weiß gar nicht, was das Beste für einen ist. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal von vorne an. Ursprünglich komme ich vom Bau. Ich werde euch jetzt hier nicht meinen Lebenslauf erzählen, sondern einfach nur, ja, was ich kurz vor dem Tätowieren gemacht habe. Und ich mache es ja immer noch, das Tätowieren. Ja, es ist eine Leidenschaft draus geworden und deswegen fangen wir mal kurz vor dem an. Ich war auf dem Bau, ich habe eine Innenausbaufirma gehabt, ich habe Trockenbau gemacht, ich habe Fliesen gelegt, so komplette Innenausbauten gemacht bei Häusern oder auch Sanierung und all diese Sachen. Also ich bin ein Typ vom Bau. Aber auch beim Bau, da war ich doch immer so ein bisschen kreativ. Ich wollte nicht dieses 0815 Trockenbau machen. Ich habe ja immer irgendwelche abstrakten Sachen gebaut. Mit Licht habe ich viel gebaut. Heute ist das gang und gäbe, aber zu den damaligen Zeiten in den 90ern, wenn du da indirekte Beleuchtung gemacht hast, da warst du der König unter den Trockenbauern und du hast wirklich viel Aufträge bekommen. Aber das sind alles so Berufe. Ich bin jemand, ich fange in irgendeinem Job an und ich mache ihn genau so lange, wie es mir keinen Spaß mehr macht. Wenn ich merke, ich quäl mich da 14 Tage lang zu diesem Job und man spürt es ja, ob man so die Faxen dick hat, man hat da keine Lust mehr drauf, man will da einfach nicht mehr hin, dann höre ich auf. Wir verbringen mehr Zeit auf Arbeit als irgendwo anders. Und dann möchte ich doch wenigstens einen Job machen, wo ich gerne hingehe und was mir Spaß macht. Das hat natürlich zur Folge, dass ich sehr, sehr viele Jobs schon gemacht habe. Ich habe alles Mögliche schon probiert. Ich bin zur See gefahren, auf einem Containerschiff. Ich habe in einer Gärtnerei gearbeitet. Ich habe Trockenbau gemacht, Fliesen gelegt. In der Fassade habe ich gearbeitet. Es gibt wirklich viele Sachen, die ich schon gemacht habe. Selbst Versicherungsvertreter war ich schon. Wie gesagt, ich mache immer irgendwas, was mir gerade Spaß macht. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann gehe ich woanders hin, wo es mir wieder Spaß macht. Wenn man sich das so im Nachhinein überlegt, könnte man vielleicht zu der Auffassung kommen, ich habe mein Ziel noch nicht gefunden. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit so. Denn irgendwann habe ich diesen ganzen Kram hingeschmissen. Ich hatte, ja, da gab es noch ein paar private, persönliche Sachen. Da ging es mir überhaupt gar nicht gut. Und ich wollte von niemandem mehr was hören, nichts sehen, gar nichts und habe alles hingeschmissen und bin einfach zu Hause geblieben. Dann habe ich mir wieder mein Airbrush-Zeug zusammengekramt und habe mich dann einfach hingesetzt. Ich habe Airbrush gemacht, das hat sich auch so in meinem Leben immer integriert. Es gab Phasen, da habe ich es mehr gemacht, dann gab es Phasen, da habe ich es weniger gemacht, aber ja, ich habe das irgendwie meine ganze Jugend über immer ein bisschen Airbrush gemacht. Jetzt nicht irgendwelche Autos oder so, sondern eher Illustration. Das war so meins. Und bei Airbrush, ja, da geht man an einer Illustration doch etwas anders ran. Man sprüht einen kleinen Nebel Farbe rauf und nimmt sich dann einen Radierer und radiert die Strähnen wieder raus und so weiter. Also ich habe Porträts gemacht von Gott und die Welt, von meinem Sohn, von ach, was nicht alles. Ich habe dann einfach Kopfhörer rein in die Ohren und habe mich vor die Leinwand gesetzt und habe angefangen zu malen. So bin ich runtergekommen und ja, mir ging es dann gut. Das haben natürlich irgendwelche Bekannten gesehen. Und der meinte, ich solle doch tätowieren. Da habe ich so bei mir gedacht, oh nee, tätowieren, da habe ich keinen Bock drauf. Erstmal fremde Menschen anfassen. Dann ist es ja noch so, Tattoo, das waren ja immer so Leute, wo man die Straßenseite gewechselt hat, weil ja, man das Gefühl hatte, es sind Gangster und Motorradclubs. Da standen immer die riesen Motorräder vor der Haustür und das, sowas bin ich nicht.
ja, das ist, ich verkörper sowas nicht. Und ja, dann hat man natürlich auch viele Gerüchte gehört, dass man nicht einfach nur ein Tattoo-Studio aufmacht, weil das auch irgendwie geregelt wird. Da muss man fragen, ob man das darf. Ist ja heute Gott sei Dank alles nicht mehr so. Damals war es aber so. Was heißt damals? So lange ist das nun auch noch nicht her. 10 Jahre ungefähr. Also habe ich diese Idee wieder verworfen, aber es blieb immer im Hinterkopf. Und ich habe dann so drüber nachgedacht, Mensch, Geld musst du auch verdienen und irgendwie muss es ja weitergehen. Also habe ich mich hingesetzt und habe versucht, irgendwelche Sachen zu kaufen. Früher war es so, du hast in einem Online-Shop für Tattoo-Artikel keine Materialien bekommen, wenn du nicht selbstständig warst. Also du musstest einen Gewerbeschein vorzeigen. Das ist heute auch nicht mehr so. Ich hatte ja noch meinen Gewerbeschein von meiner Bauphase. Ich war schon immer selbstständig. Ich habe damals, ja, als ganz junger Bengel, habe ich mich entschieden, selbstständig zu machen. Ich bin sehr schlechter Angestellter. Also ich habe so Respektsprobleme. Entweder ich habe unheimlich hohen Respekt vor Leuten, die etwas besser können als ich. Also mir zeigen können, wie geht das. Dieser Respekt, der wird immer bleiben. Aber ich komme halt nicht mit klar, wenn ein Chef kommt und sagt, ja, das muss schneller, schneller, schneller und selbst kann er eigentlich gar nichts. Ja? Das ist so mein Problem, deswegen war ich selbstständig und daher kam natürlich auch mein Gewerbeschein. Der war zwar eigentlich schon abgelaufen, aber ich habe den hingeschickt und habe dann auch meine Artikel bekommen, die ich wollte. Dann ging aber die Sucherei los. Meine Güte, was machst du? Wo? Was nutzt man denn? Ne? Ich habe wirklich gedacht, ja, ich kaufe mir irgendeine Tattoo-Maschine, kaufe mir ein bisschen Farbe, eine Nadel und lege einfach los. Aber dann habe ich in diesen Shop reingeschaut und da gab es aber so viele Tattoo-Maschinen. Wir haben zwar nicht dieses Problem gehabt, wie man das heute hat. Früher gab es, entweder hat man eine Spule genommen oder da kamen auch die ersten Rotary-Maschinen. Das war noch von Cheyenne, die Hawk, glaube ich, war das. Und man hat natürlich alles ausprobiert. Ich habe mir, meine allererste Maschine war eine Cheyenne Hawk. Die habe ich mir gekauft. Ich habe mir dann Nadelmodule von Cheyenne auch gekauft. Gab gar keine anderen. Zumindest nicht in Deutschland. Die haben ja da so ein Patent drauf gehabt. Deswegen konnte kein anderer die herstellen. Ich habe mir dann diese ganzen Sachen zusammengekauft, ein bisschen Farbe und ich habe mir gedacht, Mensch, so schwer kann es ja nicht sein. Man hat damals, gab es wirklich Farbe, ich kann euch nicht sagen, mit welchem Schwarz ich angefangen habe, aber es war auch einfacher. Es gab halt nur ein Schwarz und dann war es gut. Und das habe ich mir dann gekauft und habe dann den Kumpel angerufen, habe ihm gesagt, hey, komm her, setz dich hin hier, wir machen jetzt ein Tattoo. Er meinte, ja, nee, du musst erst auf Schweinehaut üben und so. Ich sag, na, deswegen rufe ich dich doch an. Er kam dann auch an. Er noch nie ein Tattoo gehabt und ich mein allererstes Tattoo. Dann bei uns in der Küche hingesetzt, ich das alles so ein bisschen aufgebaut und habe dann einfach erst das Stencil mit der Hand gemacht. Ich habe dann irgend so einen YouTuber, habe ich mir angeschaut gehabt, der hat auch zu Hause auf dem Wohnzimmertisch tätowiert. Also so jetzt alles so im Nachhinein denke ich mir, oh mein Gott, was hast du getan, ne? Und oder was für Leute hast du gefeiert, die dir da die Videos gezeigt haben. So, und dann habe ich das Stencil fertig gemacht. Ich habe es ganz normal aufgezeichnet, Drucker und so gab es da noch nicht. Und habe das Stencil raufgesetzt und habe dann losgelegt. Als erstes Motiv habe ich mir einen Totenkopf ausgesucht und habe das dann so gemacht, wie ich das beim Airbrush auch mache. Du arbeitest halt von hell nach dunkel. So wie du deine Bilder zeichnest, egal mit was du es machst, du legst es dir immer so leicht vor und arbeitest dann immer mehr die Tiefen aus, so wie es halt im Zeichnen ist, so ist es im Airbrush, so ist es einfach überall. Und so habe ich dann natürlich auch angefangen zu tätowieren. Für mich war immer ein rotes Tuch, ich will nicht zu tief kommen, das ist wichtig. Ich steche lieber nach, als wie wenn ich zu tief komme. So habe ich dann auch gearbeitet. Ich habe dann losgelegt, gleich mit dem Schattieren. Für mich war es von Anfang an das Allerwichtigste, ich möchte keine Outlines haben. Ja? Ich bin ein junger, moderner Typ und ich möchte halt einfach andere Tattoos machen als andere. Also habe ich zu mir gesagt, ich möchte keine Outlines machen.
Also hier dicke Linie drumrum und dann ausmalen, habe ich keinen Bock drauf. Da gibt es hier genug Tätowierer, die das so machen. Zur damaligen Zeit, ich wollte einfach einen Wandel haben. Also habe ich mir ganz helle Farben genommen, also runtergemischt und habe dann losgelegt mit dem Tätowieren. Und es hat gut funktioniert. Ich habe leider keinen Kontakt mehr mit dem ehemaligen Kumpel. Und nein, es liegt nicht am Tattoo, es hat was noch mit dem Bau zu tun. Aber wir haben einfach überhaupt keinen Kontakt mehr, deswegen habe ich auch kein Bild davon oder so und habe dann Blut geleckt. Ich war total fasziniert, wie das funktioniert. Wir haben gelacht bei diesem Tattoo, weil er wie so ein Dokumentar oder Dokumentateur oder so, denn oh ja, jetzt tut's weh. Soll das so wehtun und all solche Sachen. Ich habe da hinter ihm gestanden, ich habe mir fast in die Hose gemacht vor Lachen und es war wirklich eine lustige Nummer. Ja, und dann ging es los. Dann habe ich noch ein paar Tattoos auf meine Ex-Frau rumtätowiert und dann habe ich so bei mir gedacht, Mensch, das kannst du hier nicht so machen. Du musst irgendwie, ich will das von der Pike auf an lernen, mir gefällt das. Also habe ich meine ganzen Airbrush-Bilder, ich hatte dann so eine Mappe und die habe ich dann fertig gemacht, meine Zeichnung und so weiter und bin direkt ins erste Tattoo-Studio gestürmt, was man hier so in der Stadt kennt. Da bin ich natürlich bei jemandem gelandet, der schon ja, ganz früher tätowiert hat und richtig oldschool Tattoos macht. Da bin ich dann reingerutscht und habe ihm so meine Vorlagen gezeigt. Er sagt, ja, sieht gut aus. Normalerweise kostet das hier, ich weiß nicht mehr, wie viel das war, 20.000, 25.000 oder so, würde das hier kosten. Aber mir gefallen deine Arbeiten. Du kannst hier loslegen. Kein Geld, keine Bezahlung für irgendwelche Arbeiten, für diese Vorlagen, die ich gemacht habe, gar nichts. Nada, nichts. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen von meinem Ersparten gelebt und auch vom Amt. Und man hat sich so, ja, durchgeschlagen, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Dann habe ich ihn über die Schulter geschaut. Ich habe die Vorlagen fertig gemacht. So richtig diese ganzen Hiwi-Arbeiten, die man so macht. Viel Tee kochen war dabei, Arbeitsplatz aufbauen. Dann wurde ich angemeckert, weil ich zu viel Vaseline genommen habe. Also auf den Arbeitsplatz rauf. Hier, das kostet alles Geld und ach Gott, was konnte ich mir nicht alles anhören. Dann musste ich mich immer dahinter stellen und musste ihm zugucken, wie er das da jetzt macht. Er hat da nichts zu gesagt, einfach nur immer, ja, und ich habe dann mit den Augen mir mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Dann vergingen so irgendwie 14 Tage oder so und dann sagte ich zu ihm, hey, pass auf, wann kann ich denn an die Maschine? Nein, vorher war noch was anderes. Da kam ein junger Mann, der wollte irgend so ein Feuerwehrmotiv hinten auf die Schulter. Da habe ich so bei mir gedacht, Mensch, oder ich habe es auch zu ihm gesagt, weil er meinte, er möchte das irgendwann mal weitermachen. Und dann habe ich vor ihm gestanden, ich habe dann gesagt, ja, eigentlich eine coole Idee, da könnte man jetzt hier noch so ein paar Flammen machen und ja, so, ich war dann in meinem Element, ne? Ich hatte dann meine Fantasie, wie dieses Bild entstehen soll, auf seinem Rücken. Und dann war der Kunde raus, dann habe ich den Anschiss meines Lebens bekommen, weil es dann auf einmal hieß, was tust du und wer soll denn diese Vorlage machen? Da gibt es keine Bilder von und so weiter. Was ein Drama, ja? Da dachte ich so bei mir, Alter, was ist denn bei dir los, ne? Denn in diesem Studio lief das im Grunde genommen so ab. Da war ein Tresen, hinter diesem Tresen war ein Computer. Der Kunde kam rein, hat gesagt, ich hätte gerne ein Tattoo. Ja, dann komm mal rum. Oder dann wurde gefragt, was hättest du denn gern? Ja, und dann hieß es auf einmal, komm mal rum, such dir mal im Internet irgendein Bild aus und dann wird das gemacht. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber in der Zeit, wo ich da war, war es so. Dann war noch jemand da, der wollte einen Maori haben, von der Brust wie The Rock und dann hier so runter. Diese Vorlage konnte er nicht, also er konnte sie nicht zeichnen. Ich konnte sie nicht tätowieren und er konnte sie nicht zeichnen. Ja, also haben wir doch ganz gut zusammengepasst. Also habe ich diese gesamte Vorlage fertig gemacht und mit dem Wissen, was ich damals hatte. Ne? Ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht. Er hatte mir auch Bilder von diesem Maori gezeigt. Ich hatte das dann umgezeichnet und dass das auf seinen Körper passt und so. Und dann habe ich das weglos. So, das ging so ungefähr 14 Tage oder 3 Wochen und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, ich möchte auch. Und dann meinte er, nee, das kannst du vergessen. Vor einem oder anderthalb Jahren
dann lasse ich dich nicht an die Maschine. Da habe ich zu ihm gesagt, du, sag ich, sorry, aber dann ist das hier nichts für mich. Dann passen wir einfach nicht zusammen. Denn überlege, wie alt ich bin. Und wenn ich jetzt noch ein Jahr oder anderthalb einfach nur zugucke, kein Geld verdiene, ich sage, ich habe ein Kleinkind, ich hab eine Familie, die muss auch ernährt werden, dann funktioniert das nicht, wenn ich kein Geld verdiene. Naja, dann passen wir eben nicht zusammen und tschüss. Hat er mich rausgeschmissen. Kurze Zeit später, ich habe natürlich meinen Kram mitgenommen, hat er mich dann wehmütig angeschrieben und hat gefragt, ob ich ihm nicht die Maori-Vorlage geben könnte. Er würde mir dafür auch Geld geben. Ja, dann habe ich dann Geld verdient, ne? Ich habe ihm dann meine Vorlage verkauft und dann nach mir die Sinnflut. Ich dann natürlich total traurig wieder nach Hause und habe so überlegt, Mensch, was kannst du machen? Wie kannst du? Ich will tätowieren. Mittlerweile, ich habe dann natürlich weiter zu Hause tätowiert und da kam dann auch schon langsam die Kunden an. Denn ich habe doch eine sehr, sehr ruhige Hand und ja, ich konnte halt filigran. Ich konnte wirklich filigrane Sachen machen. Filigran bedeutet bei mir eine Sima-Liner. Das war das frühere Feinlein sozusagen. Heute sitzen die Leute und machen das mit einer Einer oder mit einer Dreier und ja, es sieht halt einfach unmöglich aus, ne, nach dem Abheilen. Aber das kam an. So kleine, feine Texte, damit habe ich immer wieder. Aber ich wollte es lernen. Ich wollte es wirklich von der Pike auf anlernen. Also habe ich mich wieder an einen anderen Tätowierer gewandt, weil der kennt den und der kennt den und so weiter. Und dann bin ich ins nächste Studio gekommen. Ich muss dazu sagen, es war ein Shopmanager. Er selbst hatte nicht tätowiert und hat immer nur Gasttätowierer da gehabt. Und für mich war er menschlich eine Katastrophe. Es war er war nett von der Sache her, aber es gibt ja so diese Art Mensch. Also ich bin nicht so wirklich warm geworden mit ihm. Er hat mir natürlich alles versprochen, ich könnte dann tätowieren lernen bei dem Tätowierer, der dort ist. Und ich habe so viele Möglichkeiten, weil da kommen immer wieder neue Tätowierer. Ich könnte immer lernen. Was hast du dann vorher gemacht? Ich hatte ihm dann gesagt, Innenausbau, da habe ich gerade was gesagt. Der Laden wurde nämlich gerade umgebaut. Also musste ich ihm seine restlichen Arbeiten an dem Bau machen. Dann wollte er überall hingefahren werden. Ich natürlich immer überall hingefahren. Dann kannst du mal Geld auslegen. Ich habe gerade mein Geld nicht bei. Kriegst du direkt wieder, wenn wir im Studio sind. Du bist deinem Geld hinterhergerannt. Und ja, interessiert dich nur Geld und all so ein Kram. Ja? Bloß ich hatte nicht viel. Ne? Und dann, ja, man muss ja. Ne? Du musst ja nett sein, du willst ja was von ihm. Im Endeffekt, jedes Mal, wenn ein Kunde in den Raum des Tätowierers gegangen ist, wurde die Tür zugesperrt, das ist noch nichts für dich, du brauchst da nicht zugucken. Im Grunde genommen wurde ich ausgenutzt und habe die ganzen Arbeiten gemacht. Dann habe ich nachher zu mir gesagt, hey, pass auf, habe ich keinen Bock drauf, lass ich. Ich dann natürlich wieder deprimiert nach Hause gefahren, es hat einfach nicht funktioniert. Ich dann weiter meine Kunden gemacht, er spricht sich nachher auch rum, mein Vermieter, der hat da nachher auch Wind von bekommen, weil ständig ein neues Auto vor der Tür stand und ja, es war schon nicht einfach. Aber ich wollte es lernen. Ich wollte es wirklich lernen. Also bin ich ins nächste Tattoo-Studio gegangen. Das war auch hier in meinem Ort. Dort saß eine junge Frau drin, mit der habe ich gesprochen. Ich habe ihr meine Storycodes runter erzählt, habe ihr Bilder gezeigt und sie sagte, ja, sie würde gern, es geht aber nicht, weil sie kann schlecht erklären. Also sie kann die Arbeiten gut machen, war zu dem damaligen Zeitpunkt für mich auch mit die beste Tätowiererin, was wir hier so hatten im Umkreis. Und sie meinte halt, sie kann es nicht erklären. Sie kann es arbeiten. Ich sage, na, dann gucke ich einfach nur zu und klau mit den Augen. Nee, das funktioniert nicht. Ich sah, toll, bin ich nach Hause gefahren. Kurze Zeit später rief mich ihr Mann an und sagte, hey Pierre, pass auf, du kannst bei uns hier mit im Studio arbeiten. Ich organisiere dir deine gesamten Arbeitsmaterialien, einen Tisch, einen Stuhl, alles, was du brauchst und dann kann ich da arbeiten. Wir machen 70-30. Die Einnahme von dem Tattoo, 70 für ihn.
und 30 für mich. Ich sagte, naja, aber meine Maschine und meine Farben, die möchte ich meine nutzen, weil ich die nun schon kenne und dann würde ich damit arbeiten. Ja, ist egal, bleibt trotzdem bei 70-30. Und du kannst mit der Tätowiererin sprechen und sie ausfragen und mit den Augen und falls irgendwie ein großes Problem ist, dann kann sie dir helfen. Naja, habe ich so bei mir gedacht, Mensch, ja gut, kannst du machen. Also habe ich mich da hingesetzt und habe dann angefangen, Kunden zu suchen. Für Kleinst-Tattoos, wirklich kleine Sachen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich bin schlechter geworden, als ich eigentlich war. Weil da kommt die Aufregung dazu. Dann hast du immer jemanden, der dir zuschaut. Weil sie hatte sehr viele Kunden und ich habe da gesessen und eigentlich völlig ahnungslos. Und ja, das war so aufregend für mich. Aber ich habe halt sehr viele Vorlagen gemacht. Und da kamen wir zu einem Punkt, den ich einfach anders gemacht habe als alle anderen. Das war, heute ist das was völlig Normales. Aber zum damaligen Zeitpunkt war es doch etwas ziemlich Neues. Und zwar digitale Vorlagen. Ich habe damals das noch mit einem Computer gemacht. Und weil ein iPad, ein gutes iPad, was schnell ist mit Stift und so, gab es einfach noch gar nicht. Oder es war völlig überteuert. Also habe ich Fotos gemacht von der Körperstelle, habe das digital raufgepackt, weil ich schon immer, ja, also seit Jugendlicher habe ich schon Photoshop immer gearbeitet mit und Bilder umgeändert und so weiter. Das kam mir natürlich zugute. Also habe ich das mit Photoshop alles auf die Haut drauf projiziert und das hat eingeschlagen. Das, so wollten die Leute ihre Tattoos haben. Dann habe ich natürlich meine Vorlagen auch dementsprechend erstellt und ab da an habe ich dann auch Kunden bekommen. Dann sollte ich auch Vorlagen für meine neue Kollegin auch gleich mit fertig machen. Dann hat sie mir abends bloß geschrieben, oh Pierre, ja, sorry, aber ich habe hier eine Vorlage, ich schaffe das nicht bis morgen, kannst du die nicht fertig machen? Du bist so schnell. Alles klar, habe ich dann gemacht. Und da ist eine Story passiert, die fand ich dann nicht so cool. Ich hatte eine Vorlage fertig gemacht für einen Oberarm. Im Photoshop kennt ihr selbst, ihr habt dann einzelne Ebenen. Falls ich etwas anpassen muss, kann ich dann diese Ebene einfach verändern. Kennt ihr sicherlich. Jetzt kam der Tag des Tattoos. Der Kunde kam, sie hatte dann die Vorlage gezeigt und er meinte, er würde gerne die Schriftart verändert haben. Ich wollte schon aufstehen, weil ich brauchte ja bloß die Ebene anklicken, andere Schriftart, wir hätten durchgeguckt und dann wäre es gut gewesen. Das hätte ein paar Minuten gedauert. Da meinte sie aber, oh nee, entweder nimmst du diese Schriftart so, wie sie ist. Ich habe hier Ewigkeiten dran gesessen, diese Vorlage zu machen. Und wenn ich jetzt die Schrift verändern muss oder so, dann musst du ein andermal wiederkommen. Da habe ich da so bei mir gesessen, habe so gedacht, also du Arsch, ne? Fand ich nicht so cool, ne? Aber meine Güte, ja, dann ist es so und dann ist es gut. Dann hatten wir sehr, sehr viele Meinungsverschiedenheiten. Dann kam der Punkt, dass ich immer das Bild 1:1 kopieren soll von der Vorlage. Also eine Vorlage erstellen und der Kunde soll es 1:1 so bekommen. Dann sagte ich, nee, warum? Ich sage, ich habe doch noch ein bisschen künstlerische Freiheit. Und ich kann es doch auch mit dem Kunden so kommunizieren, dass ich das so mache, wie ich das denke. Nein, das macht man nicht und das darf man nicht und es muss 1:1 so sein. Ich sage, wenn jetzt eine Vorlage kommt und da ist, keine Ahnung, ein Pin-Up-Girl und du merkst, sie hat 3 Finger statt 5, dann änderst du das nicht ab? Nein, mache ich nicht. Ich sage, nee, sage ich das. Funktioniert nicht so. In dieser ganzen Zeit habe ich einen Tätowierer kennengelernt. Ich nenne ihn so als meinen persönlichen Mentor. Ich habe unheimlich viel von ihm gelernt. Grüße gehen raus an Tattoo Matze Wittenberge. Da ist aus einer, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie wir überhaupt zusammengekommen sind, aber da ist mittlerweile eine tolle Freundschaft draus geworden, sind zusammen Longboard gefahren. Wir, ja, also man hat auch private Sachen miteinander gemacht, sagen wir es mal so. Ja, und mit ihm habe ich dann halt auch immer gesprochen und vor allem auch über die Preise. Und er war selber auch Gasttätowierer und daher kennt er diese Preise. Und er meinte zu mir, Mensch, wenn du dein Material nutzt, deine Farbe, deine Maschine und so weiter, dann ist es gang und gäbe, also wenigstens 50-50. Ja, und dann habe ich das natürlich kommuniziert und dann hieß es, nein, 70-30 bleibt, das ist überall so und normalerweise ist es genau andersrum. Wenn ich mein eigenes Material mitbringe ins Studio, meine
meine Materialien, meine Maschine, mein einfach alles und meine Nadel, Verbrauchsmaterialien, alle selbst mitbringe, dann rechnet man eher 30-70. Also 30 fürs Studio, 70 für mich, ja. So, wenn ich natürlich, also es geht aber runter bis 50-50, muss man gucken, was ist drin im Paket oder was nicht. Und dann eiert man sich da so ein bisschen aus. Wenn ihr wollt, kann ich da gerne nochmal Gastspots und so nochmal ein separates Video machen. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr da Bock drauf habt, dann mache ich das fertig. Gut, also, ja, habe ich natürlich auch mit ihm kommuniziert und dann war das damals so, ich hatte sowieso schon keine wirkliche Lust mehr darauf, weil für den Mann, für den ich gearbeitet habe, der hat so, ja, der ist ein eigenartiger Mensch gewesen, ja. Oftmals hat er im Vorraum auf der Couch gesessen und hat lautstark Sprachnachrichten geschickt und so weiter und wollte dann immer wissen, wann ich fertig bin, weil er das Geld nehmen wollte, weil er irgendwo hin will und so weiter. Er war furchtbar nett, aber das sind so Sachen, die fand ich nicht lustig. Dann hatten wir natürlich auch Öffnungszeiten dort. Das war immer bis 18 Uhr oder so und ich stand ziemlich oft ganz alleine da. Also da war kein Kunde mehr da. Ja, meine Kollegin, die ist gekommen und gegangen, so wie die Termine da waren. Und ich habe dann da gesessen und habe gehofft, da kommt jemand und will einen Termin machen oder so. Das hatte mich ziemlich genervt. Dann habe ich natürlich gesagt, ach, das funktioniert alles nicht so. Und dann ist nachher ein ausschlaggebender Vorfall passiert. Ich sollte die Einnahmen immer auf so einem Regalbrett oben rauflegen. Abends wurde das dann auseinandergerechnet. Dann habe ich meinen Anteil bekommen, der Mann seinen Anteil. Und irgendwann war es dann nachmittags oder abends. Ich wollte Feierabend machen, hatte geguckt und da war das Geld nicht mehr da. War ich natürlich ein bisschen entsetzt. Ich hatte dann meine Kollegin gefragt, hey, wo ist denn das Geld? Na, hast du es noch nicht genommen? Ich sage, nee, habe ich nicht, ne? Sonst würde ich ja nicht fragen. Ja, und dann hat sie ihren Mann angerufen und ja, er hat das mitgenommen, er brauchte das und ich kann das morgen verrechnen und dann ist es gut, ne? Von der Sache her nichts Schlimmes, aber ich mag diese Art und Weise nicht. Deswegen habe ich gesagt, pass auf, ich habe hier keine Lust mehr und ich weiß ich nicht. Ich wollte nicht mehr, ne? Habe ich aufgehört da und habe dann, sie hatte dann gleich ihren Mann angetickert, ich will gehen und so weiter. Ich hatte ja nur noch ein bisschen zu tun, meinen Kram zusammenzuräumen. Er kam dann auch und hat mir dann noch einen Spruch mit auf den Weg gegeben. Solltest du einen Laden hier in der Nähe aufmachen, nagel ich dir persönlich die Fenster zu. Das war so diese Aussage. Ja, dann bin ich gegangen und bin dann erstmal nach Hause und habe dann so überlegt, Mensch, was machst du? Ich hatte dann auch mit meinen Kumpels gesprochen und ja, eigenes Studio, ja, nein, vielleicht und so weiter. Diese Drohung, die ich bekommen habe, das ist mir eigentlich völlig egal. Also da höre ich nicht drauf, das interessiert mich nicht. Meistens ist ja Hunde, die bellen, die beißen nicht und im Endeffekt war es ja auch so. Dann ist natürlich noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen und ich hatte dann gesagt, pass auf, ich mache jetzt einen Laden auf. Ich habe geschaut, wo ist ein Laden frei, der gut gelegen ist. Den Laden habe ich dann gemietet. War auch kein Problem. Riesengroßer Laden. Da habe ich auch viele Fehler gemacht und habe dann diesen riesengroßen Vorraum gehabt. Ich habe keine Möbel gehabt. Ich habe auch keine Kohle gehabt. Und ja, man hat sich dann das Nötigste dort reingestellt. Dann hatte ich meine Kunden. Ich habe ja zu Hause weiter tätowiert. Ganz klar, ich brauchte irgendwo Geld. Und dieses Geld, was reingekommen ist, ist auch immer wieder rausgegangen. Ich habe so viel Tattoo-Farben gekauft. Ich habe verschiedene Module gekauft, ich habe Maschinen gekauft, ich habe alles Mögliche gekauft, was ich dann anschließend wieder weggeschmissen habe, weil in der Werbung haben sie dir erzählt, wow, die ist so toll und die ist so gut und eigentlich, wenn man denn die Leute auf einer Convention gesehen hat, dann haben die mit einer ganz anderen Sache gearbeitet, als wie sie da angepriesen haben, ja, das ist so und das ist ja mit der Grund, warum ich meinen Online-Shop habe. Ich habe da nur Artikel drin, die wirklich gut funktionieren und nicht einfach nur den Leuten erzählen, ey, kauf das. Ne? Da habe ich keinen Bock drauf. Diese ganzen Fehler, die habe ich selber gemacht und euch will ich davor bewahren. Oder zumindest es versuchen. Und dann habe ich meinen ersten Laden gehabt und ich habe dann noch eine WhatsApp-Nachricht bekommen von
dem Herrn da. Da war so eine kleine Drohung mit bei. Also was heißt eine kleine Drohung? Es war schon eine Drohung, aber per WhatsApp-Nachricht, per Sprachnachricht. Dann habe ich da einfach nur drauf geschrieben, hey, pass mal auf, egal was hier passiert, wenn mir irgendjemand die Scheibe einschmeißt, wenn die Scheibe durch den Wind kaputt geht, sage ich, dann nehme ich meine Sprachnachricht, gehe zur Polizei und du wirst sie bezahlen, weil du hast es angekündigt. Ja? Ach, und dann kam noch ein Riesenentschuldigung. Dann hat auch meine ehemalige Kollegin noch geschrieben, hat sich dafür entschuldigt, die Emotionen sind hochgekocht und so weiter. Habe ich auf sich beruhen lassen, ist mir egal, sollen sie alle machen. Denn ich habe mein großer Vorteil, der da war, ich hatte dann natürlich zu Hause schon tätowiert. Dadurch, dass ich in drei verschiedenen Studios war, habe ich mir aus allen dreien das Beste rausgenommen. Was übernehme ich in meinem Studio und was übernehme ich auf keinen Fall? Zum Beispiel diese Öffnungszeiten. Ich habe keinen Bock da zu sitzen von, keine Ahnung, von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr. Da habe ich keine Lust drauf. Also Termine nach Vereinbarung. Wenn ich fertig bin, gehe ich nach Hause. Besser geht's nicht. Das wäre schon mal Tipp 1. Dann mache ich nochmal ein Video. Verschiedene Tipps für den Start ins Studio. Das ist eine gute Sache. Schreibe ich mir mal eben auf. Dann hatte ich ja den Vorteil mit diesen digitalen Vorlagen. Ich war in dem Ort und auch im ganzen Umkreis war ich, glaube ich, mit der Einzige, der das so gemacht hat. Dann habe ich mir nachher ein Wacom Companion 2 geholt, weil Apple war mir nachher alles zu teuer und es ging halt auch nicht mit dem Stift. Den gab es damals noch nicht. Und dieses Wacom Companion 2, das hat super funktioniert. Dort hatte ich dann Photoshop drauf und habe dann meine Vorlagen gemacht. Ich habe von Anfang an immer meinen Kunden gesagt, hey, pass auf, ich mache das hier noch nicht so wahnsinnig lang, aber bei Instagram, Facebook und Co., ihr seht, was ich mache, wie ich es mache und sowas bekommt ihr hier halt. Ne? Und dann habe ich immer gesagt, ich möchte nicht zu tief stechen. Es kann sein, dass wir nachstechen müssen, das ist im Preis mit drin, aber ich möchte eine gute Arbeit abliefern und wenn ich dann nochmal nacharbeiten muss, damit es perfekt wird bei den Kenntnissen, die ich habe, dann ist es mir lieber als wie zu tief und ewig Probleme. Ja, und da ich meine Kunden von zu Hause auf jeden zweiten Tag gelegt habe, bei mir dann im neuen Studio, war es auch nicht so, dass ich da gesessen habe und Trübsal geblasen habe. Denn meine Ex-Kollegin, die sagte zu mir, sie hat angefangen mit dem Tätowieren und hat erst Termine für 6 Monate später rausgegeben. Sie hat die ersten 6 Monate, hat sie da gestanden und hat nichts zu arbeiten gehabt, weil sie sagt, auf einen guten Tattoo oder auf einen guten Tätowierer muss man lange warten für ein gutes Tattoo. Also weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist. Mann, die Leute, die wissen, dass du neu bist und dass du dann auch noch frühzeitig Termine hast. Also wo ist das Problem? Ja? So, und dann hatte ich meistens so einen Termin am Tag. Dann hatte ich den nächsten Tag hatte ich ein bisschen Freizeit sozusagen. Aber das hat mir gut getan, weil du fängst an zu arbeiten. Du hast einen neuen Ort. Also hast du gleich, alles klar, das und das, das stört mir noch. Das Regal hängt dort nicht richtig. Ich brauche das praktisch, dass das gut funktioniert. Hast du den zweiten Tag genutzt, hast das alles ein bisschen umgebaut, ein bisschen schöner gemacht. Und natürlich hat man Standzeiten gehabt am Anfang. Dann habe ich angefangen, nachher Walk-In-Days zu machen. Das läuft immer gut. Dann habe ich mit so einem Walk-In habe ich auf jeden Fall schon mal die Monatsmiete drin gehabt und dann hat sich das so peu à peu immer weiterentwickelt. Ich habe so viele Fehler gemacht an Tattoos, die ich hätte nicht machen sollen. Wenn du anfängst mit dem Tätowieren, kommen die Leute, hey, ich habe hier so eine Gurke drauf, kannst du das irgendwie verbessern? Und dann denkst du dir, das sieht überhaupt nicht gut aus, das bekomme ich wenigstens besser hin. Aber dann fängst du an, dieses Tattoo zu machen und ein neues Tattoo über ein altes drüber ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und super schwierig. Mein Tipp ist, hört auf euren Bauch. Wenn euer Bauch sagt, boah, nee, ich lass das lieber, dann lasst es. Lasst euch nicht belabern, dass sie, oh, es ist mir egal, wie es aussieht, Hauptsache, das ist weg, ja. Nein, tut's nicht. Denn eine schlechte Arbeit, überarbeiten, das funktioniert erst, wenn ihr es hinbekommt, sie gut zu machen. Ja, ihr müsst erstmal ein Tattoo gut hinbekommen, um ein schlechtes Tattoo gut zu überarbeiten. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist auch nochmal so ein Tipp. Ja, und seitdem habe ich hier eigentlich mein Studio. Und wie ihr seht, habe ich es immer noch. Und es macht mir nach wie vor Spaß. Die Termine werden bisschen viel, das werde ich ab kommendem Jahr ändern. Ich werde wieder auf Qualität gehen statt Quantität.
Aktuell hat sich das alles so ein bisschen in Quantität hingeschoben. Habe ich keine Lust mehr drauf. Ich möchte, dass es, ja, das hört sich total abgehoben an, aber ich möchte, dass es wieder, dass die Leute sagen, hey, ich krieg mein Tattoo bei Ink Area. Wow, cool, hätte ich auch gern. Versteht ihr, wie ich meine? Einfach so, es soll nicht abgehoben klingen, aber ich bin Gott sei Dank in der Lage, dass ich mir meine Tattoos aussuchen kann, die ich mache. Und das werde ich ab kommendem Jahr machen. Da bin ich jetzt rigoros und ich will vielleicht meinen Stil finden, den ich super gern mache. Vielleicht auch so ein paar mehr Stile, dass ich, aber ich habe keine Lust mehr auf immer wieder dasselbe. Ich möchte das nicht mehr, weil dann fängt es an, mir keinen Spaß mehr zu machen. Und wenn es keinen Spaß macht, möchte man es nicht machen. Kennt ihr selber, oder? Dann kommt natürlich, ja, ich habe YouTube noch und durch YouTube habe ich meinen Online-Shop und ich möchte, dass das nachher ein fließender Übergang macht von Tätowieren in den Online-Shop. Also das ist meine Altersvorsorge zusammen mit den Videos. Die vergangenen Jahre haben uns gezeigt, wie es sein kann, wenn es von heute auf morgen zu Ende geht. Und also wenn man jung ist, kann man das natürlich machen, aber ja, und ich war auch schon alt, als ich mein Tattoo-Studio gegründet habe, ja, also tut euch da keinen Zwang, aber bleibt realistisch, schätzt euch selbst ein. Wenn ihr in einem kleinen Ort seid und wo es schon wirklich gute Tätowierer gibt, da braucht ihr kein Tattoo machen. Am Anfang stürmen die Leute euch die Bude rein. Wenn ihr dann die Qualität nicht liefert, dann seid ihr schneller wieder arbeitslos, als ihr A sagen könnt. Ich sehe das hier in meinem Ort. Hier wächst ständig ein neues Tattoo-Studio. Dann ist es wieder weg. Dann kommt es wieder. Und ja, wenn ihr der Meinung seid, ich bin so gut oder ich habe das Potenzial dazu und da sind sicherlich welche bei. Ich sehe das bei unseren Streams, da sehe ich das und da sind wirklich Diamanten bei. Die müssen noch ein bisschen geschliffen werden, aber dann läuft das richtig gut. Da muss man sich ein Tattoo-Studio machen, ne? Und was sage ich immer? Redet nicht das andere Studio schlecht, sondern macht einfach bessere Arbeit als das andere Studio. Das reicht völlig aus, zum Thema schlecht reden. Das haben wir hier auch ausreichend. Ja, meine Lieben, das war mein Werdegang. Ich hoffe, den einen oder anderen war das nicht zu langweilig. Es waren mal wieder keine Tipps oder Tricks, war Ingo, Grüße gehen raus. Und ansonsten, ich bedanke mich bei allen Kanalmitgliedern. Ich bedanke mich bei meiner gesamten Community, bei allen, die in meinem Shop bestellen. Ihr seid einfach die geilsten überhaupt, dass ihr mir das so ermöglicht. Und Leute, Liebe geht raus, ja. Ich wünsche euch noch eine unheimlich tolle nächste Woche und wir hören uns im Stream oder wo auch immer. Also, macht's gut und bleibt gesund.